das waren diese. Okay. Ich sag ja, da ist ein bisschen was auseinandergefallen. Überraschungsbox. Ui. Das ist meine Gabel. Geht's. Geil. Ja. Frühlingslollen. Ja, auch. Alle. Danke. Danke, Hybrid, mein kleines Pärchen. Wie nennst du mich denn eigentlich, Mensch, von den anderen Leuten, von meiner Frau? Oh Mann. Guten. Danke. Geil. Mein erstes Essen heute. Stimmt nicht. Du hattest schon was. Danke, ihr Lieben. Frelden die Zuckerschnute. Was? Die Zuckerschnute. Ah. Ja, ja. Ich weiß. Danke. Tatsächlich heute mal nur Fingerfood. Eine Mischung aus Rösti, Kartoffeltaschen, Fischstäbchen, Käsenuggets, Frühlingsrollen. Ja. Und so Käse, Pilz, Dinger. Auch mega lecker. Frisches Linsky. Was denn, Ryan? Oh, geil. Bei 36 Grad ein T-Shirt anzuhaben, wo arschkalt draufsteht. Ja, gut. Wie den Gronk-Merch. Ja, ich bräuchte auch mehr davon. Eins der wenigen Sachen, die ich habe, ich glaube, ich habe einmal noch so eine alte HWSQ-Tasse. Und vom Friendly Fire. Friendly Fire 6. Da. Friendly Fire 6 und davon habe ich Tasse und Shirt. Und Sura, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir und Sonntag und so weiter. Ich finde den Teil mit T-Shirt an Abend schon lustig. Jetzt das DVD-Mauspad. Stimmt, ein Mauspad habe ich auch. Das ist aber Gronk und Pandoria tatsächlich drauf, meine ich. Und Eirange. Da ist noch Eirange drauf. Finde ich auch cool. Dann mal los. Wir müssen dem ein Ende setzen. Ja. Friendly Fire fühlt mich hier doch direkt wohler. Friendly Fire ist halt geil. Ohne Witz, ich freue mich da jedes Jahr meine drauf. Königin, und jedes Jahr sage ich zu Futschis an dem Tag. Egal was ist, ich nehme mir nichts vor. Ich gucke immer Friendly Fire. Hier reingelassen? Unsere Freundin hier wird euch zieh auch immer durch. Erzählen. Immer. Ich habe die Horror-Maus-Matte. Oh, die will ich haben. Die will ich haben, kann sie mir aber nicht leisten. Was ich gemacht habe?
Da war ich auch froh, dass ich da noch Geld übrig für hatte. War Gott sei Dank auch nicht so teuer. Von Horde habe ich mir das Comic vorbestellt. Kommt ja, glaube ich, im November. Und das habe ich mir vorbestellen lassen. Also vorbestellt. Das brauchte ich. Das brauchte ich einfach. Für den Comic auch aber aktuell nochmal. Ja. Ja, ich hatte extra geguckt. Hatte durchgerechnet. Und wie gesagt, nächsten Monat habe ich auch wieder GEZ leider. Und ja. War Gott sei Dank. Gott sei Dank war das noch so übrig. Ich glaube, 30 Euro habe ich noch für mich. So für mich persönlich. Mit abgezogen schon mit Rechnung. Von daher, yo, das habe ich mir direkt vorbestellt. Es ging nicht anders. Das braucht sehr schlecht sein. Jetzt erstmal noch eine Reliktwaffe machen, ein FF. Viel Erfolg dabei. Mit Hybrid sitze ich ja eigentlich auch gerade an einer Reliktwaffe. An der von Realm Reborn, meine ich. Müssten wir auch mal weitermachen, aber ich habe ehrlich gesagt zurzeit tatsächlich gar keine Muße zur Reliktwaffe. Weil Fokus liegt halt gerade so ein bisschen auf dem Zweitschar und auf meinem Main, alle Klassen auf 90 zu kriegen. Mir auch. Ja, mit dir auch. Muss meine 80er halt fertig machen für Ultimate Raid. Ja. Ja. Ich müsste auch. Ich glaube, Hybrid wartet da schon sehnsüchtig drauf. Verzeiht, meine Königin. Aber ihr seid hier in Gefahr. Ich weiß, deshalb hat Ra's euch gebeten, dem Erbe nachzuspüren. Nein, euer Majestät, Estra ist die Schleierkönigin. Die Schleier? Ihr scherzt doch wohl. Nein. Ich habe den Schleierrat besiegt und seine Anführerin gesehen. Estra hat Magie angewandt, um sie zu kontaktieren. Estra beherrscht doch gar keine Magie. Sie ist einfach mal weg. Estra? Sie ist entkommen, euer Majestät. Es ist alles bestens, also, meine Agentin. Starte uns erstmal an. Dienst erwiesen. Da Estra enttarnt wurde, fällt nun der Schleier. Ich werde ihrem Gesinde und ihren Wachen nachspüren. Wir werden sie zu Fall bringen. Und da kann ich leider nicht gebrochen. Einer Königin. Estra muss dafür bezahlen. Ihr wollt, dass ich Estra nachspüre? Es ist eine etwas subtilere Angelegenheit. Mein Zug wird mich durch Morgenrot führen, doch meinen Augen zufolge ist der dortige Stiftsvogt Simeon ein Unterstützer des Schleiererbes. Falls Estra geflüchtet ist, könnte sie dort Verstärkung finden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht nach Morgenrot und sprecht mit Simeon. Entschuldigung, ich bin die ganze Zeit ein bisschen am Ampfen. Und vergewissert euch, dass die Stadt sicher ist. Ich hab so ein bisschen Hunger. Ist bereits nach Ersthalt weitergezogen, um dort seine Vorbereitungen zu treffen. Ich darf nicht zulassen, dass Estra den Zug behindert. Rasumdar und ich haben viel zu besprechen. Ich werde mich vergewissern, dass Morgenrot sicher ist. Ich muss eine Warnung nach Morgenrot bringen. Tun Sie dies. Wie ich eben da mal im Stuhl geklebt habe. Ja. Sehr schön. Ah ja, hier habe ich ja auch noch einen Auftrag. Hab ja noch die Dinger. Hm.
Mir ist eben aufgefallen, dass ich noch 14 Level bei meinem Minenarbeiter. Ja gut. Warum nicht? Ist doch schön. Also ich glaube, ohne Witz, du wirst wahrscheinlich eher Mentor für Handwerk. Also für Crafting. Ich weiß gar nicht, was man dafür brauchte in Final. Mentor-Crafting da zu machen. Das ist mein Ziel. Meine armen Kinder. Meine armen kleinen Kaninchen. Willst du wissen? Meine Mutter sollte ihre Kinder nicht überleben. Und ich hatte 4, die jetzt in Ethereus sind. Es ist fast zu viel, um es zu ertragen. Kann ich irgendwie helfen? Würdet ihr für sie beten? Betet an ihren Grabsteinen. Ich möchte, dass sie Frieden finden. Aber ich bin zu alt, um selbst zu gehen. Ich kann nicht einmal mehr Himmelswacht verlassen. Wo sind die Grabsteine? Sie liegen an allen 4 Enden der Insel vergraben. Auf den Klippen vor Vulkelwacht, gleich außerhalb von Tanselvil, in der Nähe vom Castell Rilis und auf einem Hügel, der Fähr überblickt. Meine Kinder liebten das Wasser. Sie liebten seinen Anblick. Ein Sammler und ein Crafter auf 90, bei jedem 300 Sammelstücke auf Hakur abgeben. Ach du grüne Nonne. Ja, gut. Also ich weiß, was ich schon mal nicht werde. okay. Ich werde für eure Kinder beten. Sie waren gute kleine Häschen. Freundlich und tapfer. Hab vielen Dank für euer Versprechen. Meint sie jetzt Hasen oder meint sie jetzt wirkliche Kinder, die sie einfach nur als Häschen bezeichnet? Ha. Heiße Frühlingsrolle. Ganz, ganz heiße Frühlingsrolle. Oh. Oh. Würdet ihr mir von euren Kindern erzählen? Natürlich. Soll ich euch von Ilanduja, meiner Ältesten, erzählen? Mach das mal. Oder von dem kleinen Suraperil. Meine feurige Tochter. Sie war es leid, von ihrer Mutter umsorgt zu werden. Sie tat sich mit einem Musiker zusammen und hat jahrelang im Norden Lauten verkauft. Irgendwann begann sie mich zu vermissen und wir standen uns jahrzehntelang sehr nah, bevor sie verstarb. Okay, wir reden von Menschen. Oder Elfen. Virene, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß, ich bin zu altmodisch. Ich benannte ihn nach meinem Vater, mein erster Junge. Ich wusste einfach sofort, welchen Namen er tragen sollte und dass er mich so stolz machen würde. Wie war der kleine Suraperil? Er war genau wie mein Bruder Paulen, so schlau. Er konnte einem Kajit einen Pelzmantel verkaufen. Suraperil war kein Magier, aber er unterrichtete Alchemie hier bei ihnen in der Halle in Himmelswacht. Ihr habt schon 3 Kinder genannt. Wer war der 4? Wer war das 4? Mein jüngster Junge. Er trat dem Militär bei. Er kämpfte an der Front und er starb bei der Verteidigung seiner Heimat. Ich wünschte, ich hätte irgendwie auf ihn einwirken können, damit er erkannt hätte, dass es ein Fehler ist, von hier fortzugehen. Also wie gesagt, bei dem Craftern weiß ich es tatsächlich nicht. Und Sammlern. Aber bei den Kämpfer-Mentor, das weiß ich noch.
Weil Handwerk will ich auf jeden Fall nicht machen. Eigentlich will ich nur Mentor werden, damit ich das Kack-Mentor-Roulette machen kann. Ich will das Mount. Ich will mein Mount. Ich finde das so toll. Ich liebe das Mount, obwohl ich es noch nicht habe. Das wäre halt wirklich so einfach. Außer für Leute, die faul sind. Huch, nicht nochmal. So, ich muss jetzt tatsächlich da in diese Häuser einbrechen. Ja, das kann was werden. Wie sagen wir das Glück, wenn knackig? Du, mir ist das egal. Ich mache die Sammler sowieso nicht und Crafter. Also zumindest nicht, um Mentor zu werden. Oh weh. Da seid ihr ja ins völlig falsche Haus gegangen. So, und wieder raus. Und zum nächsten Haus. Okay, da warte ich jetzt mal. Hi. Du bist Archie, hau mal ab. Ach, das Mond. Ja, ich weiß, ich will es halt echt einfach unbedingt haben. Nicht nur deswegen, aber ich hätte das halt echt schon gern. Gibt mehrere Gründe, warum ich gern Mentor wäre. Okay. Krieg die Frühlingsrolle nicht durchgetrennt. Okay. Genau, geh weg. Okay, gleich versuche ich es alleine. Ich brauche immer so lange dafür. So, sehr schön. Dann können wir jetzt mit Netra sprechen.
Hallo, Nedra. Habt ihr alles gefunden? Mhm. Ich hatte etwas Ärger, aber nichts, womit ich nicht fertig geworden wäre. Es tut mir leid, das zu hören, aber wenigstens habt ihr die Ersatzteile gefunden. Ich werde Beinchen so gut reparieren, als käme er frisch aus der Schmiede. Ich möchte euch aus den Tiefen meines Herzwassers danken. Sehr gerne. Okay. Da ist das. Okay, da wäre was und da wäre was. Zuflucht könnten wir tatsächlich einmal machen. Weil wir müssten ja auch mal bei der normalen Hauptstory mal weitermachen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Yep. So lange, wie ich nicht mehr in dieser Stadt war. Estre war eine Verräterin. Willkommen, meine Freundin. Glaubt meiner Schwester drüben in Himmelswacht nichts. Ich... So. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ja, weiß ich. Gehe erstmal hier entlang. Irgendwo in diese Richtung. Verzeiht bitte. Nein. Ich habe eine Nachricht für euch. Ja, aber nein. Danke, aber nein, danke. Hi. Als ich jung war, dachte ich, dass meine Mutter keine Ahnung hat. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte mehr auf sie gehört. Ja. Manchmal ist das so. Aber eben nur manchmal. So, für ein Kind haben wir gebetet. Sehr gut. Ja, gerade nur so, dass ich reparieren kann. Ja. Also tatsächlich mit den Sammlern und Craftern habe ich mich nie groß beschäftigt. Plattner und Grobschmied level ich halt auch gerade nur durch das Luftschiff. Dadurch, dass ich die Bauteile herstelle. Dächen, Herr Prophet. Wurden wir von mir? Es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich sehe euch auf meine ganz eigene Art und Weise. Ihr seid eine Wunder in der Zeit. Ein Riss in der Wirklichkeit, der gar nicht existieren sollte und der nicht lange anhalten wird. Ja, danke. Warum spricht ihr in Rätseln, Prophet? Das Schicksal spricht in Rätseln. Euer Schicksal wurde schon vor langer Zeit in den Schriftrollen festgehalten. Es ist mit dem Schicksal der fünf Gefährten verwoben. Ich habe endlich Lyris Titanenkind in Kalthafen gefunden. Ist sie in Sicherheit? Sie arbeitet unter der Knute des großen Täuschers Molag Bal in einer schrecklichen Schmiede. Ihre Seele ist in großer Gefahr. Ihr müsst zu ihr gehen. Ich kann ein Tor in dieses finstere Reich erscheinen lassen, doch ihr müsst euch sputen. Soll mein Minenarbeiter irgendwo zu Ende machen? Für mich hat gerade Priorität. Mein Mönch habe ich gestern auf 90 gebracht. Endlich mal. Öffnet das Tor. Ich werde die Jus retten. Seid vorsichtig in Molag Bals Reich. Ihr seid wichtig. So sagen es die Schriftrollen. Bibi. Ist doch viel besser als die 90er Waffe. Ja, wie gesagt, ich muss halt erstmal. Oder wir erstmal die Rim Reborn Relic machen. Weil ich die so schön finde.
mach gerade erstmal die vom Baden und dann nochmal gucken. Mal gucken. Was ist Lyris zugestoßen, nachdem wir aus Kalthafen gekommen sind? Nachdem Lyris meinen Platz im wehklagenden Kerker einnahm, damit wir entkommen konnten, brachten die Daedrasi... Feine spielen wir nachher auch noch. Es ist ein Ort der Qualen und der Verzweiflung. Sie arbeitet ohne Unterlass und stellt Waffen für den Feind. Ja, ich sag einfach mal ja. Es ging zwischenzeitlich um die Crafter und Sammler und Waffen oder die Reliktwaffen für die einzelnen Klassen. No. Nicht um Pandas zu ermorden. Nein. 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 Nicht die armen Pandas. Wie könnt ihr das wissen? Der Gott der Intrigen ist während meiner Gefangenschaft oft in meinen Geist eingedrungen. Es war eine qualvolle Erfahrung. Doch indem er sich in meinen Geist zwang, hat er aus Versehen auch seinen Geist für mich geöffnet und so eine Schwachstelle in seiner Rüstung offenbart. Was meint ihr? Wir sind miteinander verbunden, er und ich. Mit etwas Konzentration kann ich durch seine Augen blicken. Er spürt meine Anwesenheit und sie erfüllt ihn mit Wut. Wenn ihr die Gießerei betretet, um Lyris zu retten, kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird blind sein für euch, zumindest eine Zeit lang. Ist das nicht gefährlich? Es könnte eine sehr viel größere Gefahr für euch darstellen, Kalthafen ohne diese Ablenkung zu betreten. Es ist Molag Baals Reich und seine Macht dort ist groß. Ich werde versuchen, ihn auf diese Weise abzulenken, wann immer ihr dorthin reist. Okay. Also muss ich da jetzt hin? Warum? Will nicht. Aber nun gut. Oh, eine Truhe. Dietrich. Was macht denn der olle Dietrich da drin? Und da ist Lyris auch schon. Hi. Ihr seid am Leben. Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Ich bin es. Der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Ihr habt mich doch geschickt, um ihn zu retten. Ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle. Sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Dann werden wir sie bergen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen. Meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich kann nicht... Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Böse. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Kommt schon. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran. Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Ihr, zurück an die Arbeit, Sklavin. Nope, wir gehen nicht mehr in die Arbeit. Wir streiken. Wie das Zuhause meiner Kindheit in Him. Die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt.
Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Gehen wir nur mal nachsehen, ob es Papi ist. Sterbt wie das Monster, das ihr seid. Einfach nein. Ihr Verstand und ihre Seele gehören schon uns. Brecht eure Arme. Nö. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Sie missbrauchten euch, um Lyris nach Lyris an Kalthafen zu ketten. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für ihren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt, so unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht? Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Dann auf und davon. Das ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit, gebaut, um das Elend der hier Arbeitenden zu verstehen.